es gibt so viele Dinge, die einem vorgeschrieben werden. Du musst zur Schule, du musst einen Abschluss machen, du musst dieses machen und jenes. Es haben viele Menschen verlernt, zu träumen. Ich möchte mein Leben nicht vergeuden mit irgendwelchen Sachen, die ich mache, weil man sie macht. Ich bin jemand, der quasi Panik kriegt in der Vorstellung, dass er den Rest seines Lebens immer genau das Gleiche machen würde. 40-Stunden-Job, Familie, alles gut, recht und schön. Aber ich musste ausbrechen aus meinem Leben. Wenn man nicht träumt, kommt man auch nicht auf Ideen, die vielleicht ein bisschen weitergehen als das Normale. Mit anderen gemeinsam ein Ziel zu verfolgen, das ist ein fantastisches Erlebnis. Salut! Columbus, der ist auch mit seinem Schiff raus und er wusste nicht, ob er zurückkommt oder nicht. Ich meine, das ist halt das Abenteuer, was Menschen automatisch in sich haben. Ich möchte wissen, wie es aussieht, sich von der Erde zu verabschieden. Ich wurde lange Jahre immer belächelt als Idealist. Mittlerweile ist das kein Schimpfwort mehr. Ich entscheide jetzt für mein Leben. Wenn die Tiny Häuser ein Massenphänomen werden sollten, was würde das verändern in der Gesellschaft? Ein Schritt nach dem anderen. Und ich weiß nicht, wo der Weg mich hinführt.